100% zustimmen. Menschen mit Rassismuserfahrung fühlen sich nicht wohl, weil für diese Emotionen und diese Wahrheiten kein Platz geschaffen wird. Das wird an der Anzahl der Menschen gesehen, die in diesem Dorf sind und als BPOC gesehen werden. Denn dort sind tausende Menschen und nur ein Dutzend BPOC. Wir sind nur ein Dutzend in weißen Strukturen, die NGOs, Fridays for Future, Ende Gelände und auch hier in Lützerath, werden wir an den Rand gedrückt. Es wird über uns geredet und nicht mit uns. Menschen wie wir, Juan Pablo, Lakshmi und ich, müssen euch nicht bilden über den Zusammenhang von Kolonialismus und Kapitalismus. Ihr könnt euch selber bilden, anstatt uns mit euren Fragen und Unwissenheiten zu belästigen. Die rassistischen Strukturen in der weißen Klimabewegung zeigen, wie sehr weiße Menschen Klimagerechtigkeit nicht verstanden haben. Nimmt uns ernst, denn eine Bewegung von uns, ohne uns, funktioniert nicht. Nimmt uns ernst, denn der Klimagerechtigkeitskampf ohne uns, ohne unser Wissen und ohne unsere Perspektiven, ist kein Klimagerechtigkeitskampf. Wir müssen eigentlich keine Aufklärung und Erklärungsarbeit leisten, aber wir werden immer in diese Position gedrängt. Bringt uns in die Position, in der wir sein wollen, wo wir uns wohlfühlen. Wir haben es satt, für euch zu reden. Wir möchten mit euch reden. Dies erfordert einen Austausch mit uns, der früher oder später stattfinden muss. Eine Bewegung, in der die Kämpfe von unten keine Relevanz haben, scheitert an sich selbst. Ihr hättet nicht erwartet, dass ich sowas erzähle. Ich hätte hier stehen können und euch meine migrantische Geschichte erzählen können und darüber erzählen können, wie mein Vater flüchten müsste aufgrund von Shell und Großkonzernen, die seine Heimat zerstört haben. Aber die anderen und ich sind es satt, euer emotionales Kino zu sein. Wir sind es satt, dass die rassistischen Denkweisen, die dieses emotionale Kino verursacht, zu unterstützen. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, sind wir laut. Also lasst uns endlich teilhaben an euren Strukturen. Lasst uns endlich zusammen kämpfen, anstatt uns in einer Bewegung, die von uns gemacht wurde, zu unterdrücken. Stellt uns nach vorne und kämpft mit uns für eine bessere Welt. Da ich meine Perspektive nicht wirklich erzählt habe, weil ich sauer bin und wütend bin über die Strukturen, die mir es nicht ermöglichen, das zu sagen, was ich will, Strukturen, die mir nicht ermöglichen, einen Platz zu finden, wo ich mich wohlfühle, wo weiße Menschen mich als Figur sehen und mich angucken und denken, ich bin in irgendeinem Kino, nur weil ich hier bin und für eine klimagerechte Welt kämpfe, sage ich jetzt einfach, ich habe keine Lust mehr und gehe weiter an Juan Pablo.